Herzlich willkommen im Staat. Hier geht deine Reise auch schon los. Die Geburt und der Tod wird in diesem Staat als Krankheit deklariert. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass du zu den 87,6% gehörst, die in einem Krankenhaus geboren werden und dort auch stirbst. Direkt nach der Gebärung wirst du deiner Mutter entrissen und sehr häufig heimlich im Nebenzimmer des Kreissaals schon geimpft. Deine Eltern werden durch den Staat gezwungen, beim Standesamt eine Geburtsurkunde erstellen zu lassen. Das Original wirst du natürlich nie sehen, da das Schriftstück an der Börse gehandelt wird und je nach beruflichen Erfolg im Leben des Sprösslings mal mehr oder weniger an Wert gewinnen kann. Obwohl du noch keinen Pfennig in dieser Welt verdient hast, müssen deine Eltern 7 respektive 19% Mehrwertsteuern auf alle Produkte bezahlen, die du ab dem ersten Tag deines Lebens benötigst. In den nächsten 5,5 Jahren wirst du durch deine Eltern durch die verschiedensten staatlichen Institutionen durchgereicht, wie Kinderkrippen, Kindergärten oder andere Kinderkonzentrationslager. Da durch den Tausch Zeit gegen Geld deines Vaters, genannt Arbeitslohn, allein sich keine Familie ernähren kann, so wird auch deine Mutter seit Mitte des letzten Jahrhunderts gezwungen, auch ihre Zeit für das Arbeitszeitabfallprodukt genannt Geld zu tauschen und dich in die Obhut des Staates zu geben. Somit hat der Staat auch gleich 2-mal Lohnsteuer aus deiner Familie gezogen, Ehekrisen inbegriffen, denn die häufigsten Scheidungsgründe sind immer noch Erziehung und Geld. Und da nun keiner Zeit hat, sich um das schreiende Kind zu kümmern und Geld, in diesem System auch Energie genannt, kaum jemand hat, der Haus, Auto, Kind und Freunde hat und sich 60% aller Pärchen auf der Arbeitsstätte kennenlernen, ist die Scheidungskind-Zukunft schon vorprogrammiert. Wenn du nicht schon in den ersten 6 Jahren deines Lebens 40-fach mit Arsen, Aluminiumhydroxid, Quecksilber, Emulgatoren, Zellen von abgetriebenen Föten oder Krebszellen geimpft wurdest, und da macht deinen Eltern jetzt bitte keinen Vorwurf, die meinten es ja gut mit dir, dann wirst du vielleicht durch die Glotze indoktriniert, da ein alleinerziehendes Elternteil, total gestresst vom Job, kurz vor dem Burnout stehend und dauerüberfordert durch das Schmeißen des Haushalts, sich um das gelangweilte Kind kümmern, total resigniert, du durchschnittlich täglich 800 Morde auf allen Fernsehkanälen siehst, inklusive weiblichen Brüsten, männlichen Geschlechtsorganen, Gewalt und verherrlichende Drogen- und Alkoholexzesse, bis hin zu plumper Propaganda durch die Staatsmedien, Westen gut, Russland schlecht. Aber dann bist du plötzlich 6 und deine Einschulung steht bevor, gegen die du und deine Eltern dich nicht wehren kannst, es sei denn, du möchtest vom Ordnungsamt zur Schule begleitet werden oder zusehen, wie deine Eltern in Erzwingungshaft abgeführt werden, weil sie es zugelassen haben, dass du nicht zur Schule gehst. Und auch hier heißt es erneut, herzlich willkommen im Staat. Hier darfst du dich nun arbeitsvorbereitend gerecht 10 bis 13 Jahre durch die Lehrer hirnwaschen lassen. Diese zeigen dir Dinge aus Büchern, deren Verleger sich nach 1945 Lizenzen von den Alliierten abholen mussten, um diese drucken zu dürfen. Du darfst ab hier gerne ein bisschen skeptisch sein, wenn er deinen Eltern 7% Mehrwertsteuern abknöpft für deinen ersten Schnuller, er dir aber jetzt 13 Jahre lang demokratisch lupenreines Wissen schenkt. Du darfst es auch gerne ein klein wenig bedauernswert finden, wenn er zwischen deinem 6. und 18. Lebensjahr, wenn du eigentlich deinen ersten Kuss, dein erstes Verliebtsein, deinen ersten Sex, dein erstes Bier, deinen ersten Joint, deinen ersten Liebeskummer ganz dicht an deiner Seite ist. In dieser Zeit zwingt er dich beim Bürgeramt, einen Personalausweis samt RFID-Chip zu beantragen, Pässe, Meldebescheinigungen, polizeiliche Führungszeugnisse für Jobbewerbungen und andere Schriftstücke, für die du fleißig abdrücken darfst. Dann geht es in die Ausbildung oder in dein Studium, wo das gleiche passiert wie in der Schule. Stillsitzen, Schnauze halten, Handys vom Tisch, Augen geradeaus und zuhören, was der sabbernde Prof alles von sich gibt. Du lernst Physik, aber nichts von freier Energie. Du studierst Medizin, aber nicht, wie man Menschen mit Zimt und Honig von Krebs befreit. Du erlernst die Architektur, aber nichts über Ethik und Moral, dass sich in der dritten Welt die Strände leeren, weil der Sand so schön quadratisch ist und für Häuser benötigt wird, in denen Sklaven auf Computertastaturen herumklimpern und nichts herstellen. Du studierst Jura, aber hast danach trotzdem wenig oder kein Verständnis davon, dass du in einem Firmenkonstrukt lebst, in dem Menschen zu Personal einer Treuhandverwaltungsgesellschaft heruntergestuft werden. Was du aber schnell begreifen wirst, dass du in einem Land aufwächst, in dem dir der Staat erst einmal alles verbietet. Du darfst gerne deinen freien Energiegenerator bauen, aber der Staat wird dich nicht vor den Killerschwadronen der Ölmafia schützen oder wirklich saubere Energie auch noch fördern. Du darfst gerne deine Arztpraxis eröffnen,
Sollte aber die Pharmalobby bemerken, dass du Menschen echte Gesundheit schenkst, bekommst du ein ernsthaftes Problem mit dem Gesetz. Du darfst gerne das Geld erarbeiten, um dir ein Grundstück für dein Haus zu kaufen, musst aber erstmal den Staat fragen, ob du das Haus überhaupt bauen darfst. Natürlich kannst du Jura studieren. Solltest du dich vor einem Schieds- und Scheingericht hinstellen, stehenbleibend, darauf pochend, dass der Robenträger vorne erst einmal seinen Amtsausweis zeigen soll, könnte es aber sein, dass du bei McBurger die Tomaten im Hinterraum kleinschneidest. Du kannst auch gerne einen Waffenladen eröffnen. Solltest du aber vorhaben, dich ernsthaft mit einer Handfeuerwaffe schützen zu wollen, brauchst du einen Waffenschein. Du kannst bei Weltauto auch gerne am Fließband stehen und die Stinker zusammenzimmern. Wenn du aber auf öffentlichen Straßengrund in Schland, auch künstliche Wasserwege genannt, fahren möchtest, brauchst du einen Führerschein. Der Staat stellt nichts her und stellt dir auch keine Ressourcen bereit. Er nimmt dir 73% deines Lohns und hat dich 1999 staatenlos gemacht. Die Parteien dieser Verwaltungsgesellschaft schützen sich selbst durch den Paragraph 129 StGB. Durch die erzwungenen Gelder der fast 40 verschiedenen Steuerarten werden grundgesetzwidrige Angriffskriege unterstützt, Monumente erbaut, die kein Mensch braucht, oder Drogen gekauft, mit denen man Stricher bezahlen könnte. Der Staat lässt es zu, dass du über Chemtrails von ausländischen Militärmaschinen vergiftet wirst, dass das Militär ohne dein Wissen Biowaffen an dir austestet oder mit Mind-Control-Programmen Menschen bis in die Psychiatrie kaputt experimentiert, Entwaffnung der ohnehin schon unmündigen Bürger veranlässt, Hunderttausende Fremde ins Land einlädt, die nie deine Rente bezahlen werden. Der Staat lässt sich von Privatbanken verarschen, von denen er sich selbst gegen Zinsen Geld leihen muss. Er verbietet dir den Anbau der Wunderpflanze Hanf, das Brennen deines eigenen Spiritus, um dein Auto damit deutlich umweltfreundlicher zu betanken, und stellt sich dann auch noch heuchlerisch in die Öffentlichkeit und verurteilt den Krieg für Öl. Der Staat bekämpft Rockerclubs, weil dort knallharte Typen einfach mal zusammenhalten. Und hier muss ganz deutlich angemerkt werden, dass es hier nicht nur um Deutschland geht, sondern wir diese Strukturen in sehr vielen Ländern erkennen können. Es geht um eine durch deine Stimmenabgabe legitimierte Macht, die dich behandelt wie ein Kind. Meistens mit den 3 A's. Abhängig machen, Angst einjagen, auszehren. Und das macht er mit den 3 B's. Besteuern, betreuen, bevormunden. Einige werden jetzt sagen, aber der Staat lässt dich nicht alleine. Wenn du keinen Job hast, gibt er dir Hartz IV. Aber mal Hand aufs Herz. Wer kann ein würdiges Leben mit allen sozialen Bedürfnissen mit knapp 400 Euro führen? Obwohl du als echter Deutscher das Anrecht auf Sozialhilfe laut SGB 12 hast. Es brennt, ruf die 112. Dein Nachbar macht laut Musik oder schlägt mal wieder eines von seinen 5 Kindern, ruf 110. Du hast Husten? Na dann musst du zum Arzt. Du hast kein Geld? Na dann jetzt aber schnell ab zum Jobcenter. Du bekommst einen Brief von der Steuerbehörde, den du nicht ganz verstehst? Na dann mach doch mal schnell einen Termin mit dem Finanzamt. Du kommst mit deinem Kind nicht mehr klar? Na dann geh doch zum Jugendamt. Dein Perso läuft ab? Oh, dann jetzt aber ganz schnell zum Bürgeramt einen neuen beantragen, aber vorher noch ein Passbild nach biometrischen Vorgaben im Fotoautomaten machen. Du willst deine eigenen Kuchen verkaufen? Na dann musst du aber vorher zum Gewerbeamt Geld bezahlen, damit du Geld bezahlen darfst. Du hast einen Hund geschenkt bekommen? Na dann musst du dir für ihn noch eine Steuermarke abholen. Du hast einen neuen 4K-Fernseher? Na dann jetzt aber erst recht GEZ zahlen. Dein Opa hat dir seinen alten Volvo vermacht? Den musst du aber bei der Kfz-Zulassung anmelden. Du musst umziehen, weil dein Mehrfamilienhaus an den Hardcore-Kapitalisten verkauft wurde? Dann aber schnell eine Schufa-Auskunft holen. Oh, du gehst ja bald in Rente? Na dann geh doch mal zu deiner gesetzlichen Rentenversicherung. Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Zahnersatzversicherung, Hausratsversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz, bla 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 bla. Hast du auch schon langsam Kopfschmerzen und es dreht sich bei dir alles? Und jetzt? Stell dir nur mal eine Minute vor, du müsstest das alles nicht. Keine Steuern, um dich zu steuern, keine Abgaben, keine unsinnigen Gesetze. Der Staat hat nicht lange gebraucht, um uns so abhängig zu machen. Noch vor nicht mal 100 Jahren hatten bestimmt 60% der Menschen ihre eigenen Bauernhöfe und Häuser. Autark, selbstbestimmt, mit eigenen Tieren, Apfelbäumen und eigenen Schneidern. Aber die Leute lassen sich, unabhängiger wie sie damals waren, nicht jeden Schmutz andrehen. Es ist bestimmt kein Zufall, dass es solche Formate wie Bauer sucht Frau gibt, in dem die Landwirte sehr schlicht und rückständig dargestellt werden. Der moderne Homo sapiens Martophonopithecus, der schnell gelernt hat, auf Displaywisch alles im Internet zu bestellen und per Finanzdienstleister zu bezahlen, um es am Folgetag vom Anlieferjungen bis zur Tür gebracht zu bekommen und auf Wunsch das Zeug auch aufgebaut, angeschlossen und betriebsbereit zurückzulassen, hat alles verlernt, was seine Urgroßeltern einst noch wussten. Natürlich ist es richtig anzumerken, dass der Staat nicht die
Wurzel allen Übels ist und man eher hinter diesen Vorhang schauen sollte, um die Finanz- und Industrielobby ein wenig mehr unter die Lupe zu nehmen. Doch lasst uns im Hinterkopf behalten, dass die Banken nicht einfach das Bargeld abschaffen können. Ein Pharma-Riese kann dich nicht zwingen, seine Chemie zu schlucken, aber er kann durch Bestechungen der Staatsbediensteten dich dazu bringen, in den Universitäten zu lehren, dass genau jene welche Substanz gut gegen die Krankheit sowieso ist. Die Rockefeller Foundation kann dich nicht zwingen, einen RFID-Chip anzunehmen, aber sie kann ihre Beziehungen bis in die höchsten Politkreise spielen lassen, um Gesetze zu verabschieden, die genau diesen Chip für jeden Perso-Träger möglich machen. Also es stimmt, die Politik und der Staat sind auch nur Spielfiguren auf dem Schachbrett, aber ohne sie würde der Kaiser ziemlich nackt dastehen. Der Lösungsansatz. Stell dir zunächst ein paar Fragen. Wer oder was möchtest du in der neuen Zeit nach dem Zusammenbruch unseres Systems sein? In einer neuen Welt, in der es völlig unerheblich ist, was du für einen Schulabschluss, Zertifikat, Professor oder Bildungsgrad hast. Was kannst du der Menschheit oder in erster Linie deiner Familie oder deinem Dorf bieten, wenn es keinen Staat gibt, der dir für alles einen Schein ausgestellt hat? Kannst du mit deinen eigenen Händen kaputte Gegenstände reparieren, Dinge erschaffen oder Gemüse auf einem Feld anbauen? Hast du auch Lust, dich in einer neuen Struktur einbinden zu lassen, in der es nicht mehr darum gilt, der geldtechnisch Reichste zu sein? Ich weiß, dass viele Angst haben vor dem großen Bauchklatscher der Wirtschafts- und Finanzwelt, Hunger, Not, Tod und Elend ins Angesicht zu schauen, wenn das geplante Chaos losbricht. Aber vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen freuen auf die goldenen Tage der neuen Ära, in der du mit deinen Liebsten in Freiheit und Autarkie leben kannst. Das System wird alles ausprobieren, um dich und alle anderen nach dem Zusammenbruch zu verchippen und voll zu versklaven. Deshalb hier ein kleiner Gedanke. Auch wenn es Menschen gibt in deiner näheren Umgebung, die du vielleicht selber nicht gerade als aufgewacht bezeichnen würdest, ist es trotzdem nicht schwer für dieselbigen zu erkennen, dass sich die Welt unglaublich schnell nicht nur hinter den Vorhängen verändert und es Dinge da draußen gibt, die bedrohlich, manipulativ, unecht, scheinheilig und widerlich sind. So kannst du erkennen, dass auch diese Menschen einen Trigger haben, also Themen, bei denen du sie alle bekommst. Vielleicht glauben nicht alle an Chemtrails, aber jeden fällt auf, dass die Leute immer kränker werden. Vielleicht glauben nicht alle an Wettermanipulation, aber sie müssen schon zugeben, dass das Wetter früher nicht so gebündelt in Extreme gefallen ist. Vielleicht glauben auch nicht alle an eine Bankenverschwörung, aber sie müssen schon zugeben, dass es auffällig ist, das Bargeld abzuschaffen in Zeiten, wo man negative Zinsen einführt. Trau dich, Fragen zu stellen in einer Zeit, in der man dich mit Antworten bombardiert. Mach die Menschen ganz gefühlvoll aufmerksam auf die kleinen Ungerechtigkeiten des Lebens und dass es da draußen immer einen Weg gibt, der in eine selbstbestimmte, unabhängige und unversklavte Zeit führt. Wenn du dir selbst nicht zutraust, in einer neuen Welt konstruktiv zu handeln und Dinge zu bauen, die es nie geben wird, wenn du sie nicht erschaffst, erlerne es, solange es noch geht. Ich habe selbst so viele Videos hier auf YouTube gesehen, in denen Menschen Sachen machen, die einfach schier unmöglich scheinen oder mit ihrem Kopf und ihren Händen Dinge erschaffen, die wir alle brauchen und wollen. Also helf den Menschen, die rosarote Brille abzunehmen und erwachsen zu werden, aber immer im Hinterkopf zu behalten, dass jeder nach seiner Fasson aufwacht. Bereite dich weiter fleißig auf den großen Showdown vor und eigne dir Fähigkeiten an, die man in einer Zeit des Feudalismus benötigen könnte. Bekämpfe kein altes System, das im Begriff ist zu sterben, sondern suche nach Wegen für und in ein neues, besseres System. Denk an das Glück, das du empfinden könntest, wenn du etwas wirklich für dich machst und nicht für einen Staat, der dir mehr als die Hälfte klaut und dich mit Knast bestraft, wenn du ihm nicht sofort alles abgibst.